Genau so, Fenrir. Druck beim Abstrich, dann hochheben. Gut. Ich lasse dich bald alle meine Briefe schreiben. Wenn ich gewusst hätte, wie klug du bist, hätte ich dich schon vor Jahren mit ins Geschäft gebracht. Heißt das, ich kann mit dir nach Antiva kommen, Vater? Mutter sagte vielleicht diesen Sommer. Stimmt's, Mutter? Das ist nicht dein Vater, Fenrir. Es ist ein Dämon. Und ich bin mit Sicherheit nicht deine Mutter. Ein Dämon? Nein, nein, ich will das. Dann vergiss nicht, dass das dir das Einzige entrissen hat. Was du jemals wolltest. Ah! Ihr habt ihn gegen mich aufgebracht. Reiner Zufall. Ich wollte nur helfen, ehrlich. Ihr habt mich einen Träumer gekostet. Aber wenigstens versorgt ihr mich mit einem Tod. Ich kann hier keinen Augenblick länger bleiben. Die Schreie. Überall höre ich Albträume, wie Menschen schreien, fliehen, ihre eigenen Arme abreißen, nur um zu entkommen. Es ist eine Welt voller Monster. Und sie wollen alle mich. Bitte, helft mir zu entkommen. Helft mir zu sterben. Wenn ich euch hier töte, vernichte ich nur euren Geist. Ihr werdet ein Besänftigter. Davor hatte ich so lange Angst, dass ich nicht mal mehr den Grund dafür kenne. Leben, traumlos schlafen, niemals das Flüstern eines Dämons hören. Es wäre ein Segen, gerade so als stünde man an der Seite des Erbauers. Muss das wirklich sein? Tut es. Durchstoßt mein Herz mit dem Messer. Schließt die Augen, Fenrir. Ihr werdet das Nichts nie mehr sehen. Danke.
Fainreal ist ein Besänftigter. Es tut mir leid. Ein Besänftigter? Dabei wollte er lieber sterben, als eine wandelnde Statue zu werden. Mein armer Junge. Was habt ihr ihm angetan? Es ist ein schreckliches Schicksal. Aber manchmal muss man abwägen zwischen dem Stamm und dem Leid eines Einzelnen. Es war Fainreals Entscheidung, nicht mit der Versuchung zu leben. Nein, ich muss zu ihm. Vielleicht ist es noch nicht zu spät. Das war sicher keine leichte Entscheidung. Danke, dass ihr sie getroffen habt. Ich möchte mich entschuldigen. Man vergisst leicht, dass sich Dämonen mit Worten nicht binden lassen. Euer Gefährte ist vor einiger Zeit erwacht. Niemand ist gegen das Angebot eines Dämons immun. Ihr habt die richtige Entscheidung für Fainreal getroffen. Dieses Buch gehörte dem letzten Träumer unseres Stammes. Seine seltene Magie ist unbezahlbar. Bitte nehmt es als Zeichen meiner Dankbarkeit. Bianca ist ein schöner Name. Ich werde es ihr ausrichten, Gänseblümchen. Sie kann euch aber nicht wirklich hören, oder? Doch, natürlich. Was soll die Frage? Moment. Reden wir noch über eure Armbrust oder schon über etwas anderes? Viertel ist überfüllt. Ihr seid Hawk. Eine Patrouille an der verwundeten Küste ist verschwunden. Der Arishok sagte schon, ihr hättet ein gewisses Ehrgefühl. Deshalb sagt mir, habt ihr sie getötet? Ich kann ja wohl kaum eure einzige Verdächtige sein. Es gibt noch die Coterie, die Carter, die Templer. Sucht euch etwas aus. Ihr denkt, die Bars in dieser Stadt könnten einen Karatan besiegen? Wohl kaum. Bei euch jedoch sieht die Sache anders aus. Wenn ihr nicht dafür verantwortlich seid, verschwende ich hier meine Zeit. Möge der Erbauer auf euch herab. Ihr seid unglaublich begabt, Meryl. Ich spüre, dass ihr für große Dinge gemacht seid. Danke. Aber ihr seid dumm. Tut mir leid. Wie bitte? Solltet ihr nicht lieber daran arbeiten, was ihr jetzt seid, statt alten Ruhm zu erstreben? Nein. Nein, das ist das genaue Gegenteil von dem, was ich gesagt habe. Und ich soll dumm sein? Von mir aus,